Ein 43-jähriger Steirer soll die vorerst unbekannte 47-jährige Mutter zur Durchführung von sexuellen Handlungen an ihrem minderjährigen Kind angestiftet haben. Wie von deutschen Behörden berichtet, steht eine 47-jährige Deutsche im Verdacht, ihre minderjährige Tochter sexuell missbraucht zu haben. Steirische Ermittler haben rasch reagiert und den entscheidenden Hinweis geliefert. Bereits am 8. Juni 2020 haben Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark eine seitens der Staatsanwaltschaft Leoben angeordnete Hausdurchsuchung bei einem 43-Jährigen aus der Obersteiermark durchgeführt. Dieser steht im Verdacht, kinderpornografische Inhalte besessen sowie weitergegeben zu haben, wobei er diese zum Teil in Social-Media-Kanälen verschickt haben soll. Bei der Durchsuchung stellen die Beamten dann Datenträger sicher, um diese einer Auswertung durch einen Sachverständigen zuzuführen. Bei der folgenden Einvernahme zeigt sich der 43-Jährige zum Teil geständig und gibt an, derartige Inhalte an eine Userin im Netz verschickt zu haben. Kinderpornografisches Interesse bestreitet der Mann jedoch. Noch im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtet sich jedoch der Verdacht, dass der 43-Jährige die vorerst unbekannte 47-jährige Deutsche zur Durchführung von sexuellen Handlungen an ihrem minderjährigen Kind angestiftet haben soll. Dabei soll der Steirer immer wieder Fotos und Videos davon erhalten haben. Noch während der Einvernahme erhält der 43-Jährige eine Nachricht mit einem eben solchen pornografischen Inhalt, woraufhin die steirischen Kriminalisten des Ermittlungsbereiches Sexualdelikte sofort reagieren und über das Bundeskriminalamt deutsche Behörden informieren. Diese führen in der Folge eine Hausdurchsuchung an einer im Landkreis Karlsruhe ermittelten Adresse sowie die Festnahme der 47-Jährigen durch. Die Ermittlungen gegen den einschlägig vorbestraften 43-jährigen Steirer sowie die Auswertung von sichergestellten Datenträgern dauern noch an.